So, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal Seamox. Mit mir ist Sauron wieder. Ja, heute werde ich euch mal zwei, drei Glitches zu Rainbow Six Siege zeigen. Heute wird ausschließlich auf der Map House gespielt. Ich werde jetzt erstmal einen Operator wählen mit einem mobilen Schild, um euch das erstmal Glitch Nummer 1 zeigen zu können. Ja. So. Den Raum sichern. Ja, auf jeden Fall ganz wichtig, dieser Glitch funktioniert nur an so einem Fenster. An so einem kleineren leider nicht. Es bleiben 5 Sekunden. Dafür müssen wir mal gerade die Barrikade abreißen und das Schild direkt am Fenster platzieren. Nämlich genau so. Und ganz wichtig dabei ist, in der Hocke zu dem Schild sich zu bewegen und dann drüber zu springen. Dass man dann auch noch im Rahmen des Fensters bleibt. So, wie ihr gerade seht, hier im Rahmen, im Inneren, wird man noch nicht vom Gegner entdeckt. Wenn du in Stück raus wird man schon entdeckt. So. Ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Dieser Trick eignet sich natürlich gerade am Anfang einer Runde sehr gut zum Spawn-Peaken. Ne? Kann man sich mal gerade rauslehnen oder besser gesagt hinlegen dabei noch. So wird man nämlich anscheinend noch nicht entdeckt. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht rausfällt. Ne? Auf jeden Fall gerade hier bei Haus in der Ecke finde ich das schon sehr sinnvoll, weil wer hier im Panzerwagenbereich spawnt oder weiter links, wird hier wahrscheinlich hochkommen. Gerade wenn das Objekt Kinderzimmer ist, obwohl da würde ich noch nicht mal Spawn-Peaking betreiben, sondern eher wenn das Objekt, wie jetzt gerade bei mir, hinten im Hauptschlafzimmer ist. Kann man sich mal hier hinlegen und dann vielleicht mal ein, vielleicht sogar, wenn man Glück hat, zwei, drei Kills holen. Aber ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Trick. Den kann man vielleicht einmal in so einem Wettkampf machen, vielleicht auch zweimal. Danach ist er schon bekannt. Ne? Vor allem sollte man sich mit dem Vorbereiten des Spawn-Pickings ziemlich am Ende der Vorbereitungsphase Zeit lassen, weil wenn man halt mit der Drohne ja gesichtet wurde, dann wissen die Gegner ja schon direkt, was abgeht wahrscheinlich. Ne? Aber ich habe den Trick so noch nicht in einem Wettkampf gesehen, deswegen jetzt, wo er noch ziemlich neu ist, sollte man das noch mal gerne mal testen. Gerade in einer Runde privat kann man damit schon mal die Gegner ein wenig verunsichern. Wie gesagt, das funktioniert hier an diesen kleinen, was ist das klein, an diesen etwas größeren Fenstern auf jeden Fall. Wie wir jetzt hier gleich sehen, an so einem Fenster leider nicht. Hier kann ich das Schild nämlich auch nicht direkt an das Fenster leider stellen. Genau. Ja, ich werde das mal kurz ein bisschen durchlaufen lassen und mal an verschiedenen Fenstern nochmal euch zeigen. Das geht auf jeden Fall auf allen verschiedenen Maps mit derselben Methode. Und dann würde ich sagen, bis gleich zum nächsten Glitch.
So, und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Glitch. Dafür brauchen wir im Angriff einen Operator mit einer Claymore. Ich nehme jetzt hier mal in dem Fall Termite. Genau. Und ich zeige das jetzt auch hier auf der Map House. Wie gesagt, es geht auch auf anderen Maps, beide Glitches. Und da habe ich jetzt auch meine Lieblingsposition entdeckt, ähnlich wie mit dem Schildglitch. Ja. Werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Bin ich hier direkt im Treppenhaus. Aufgang. Ich stelle mir das jetzt gleich mal so vor, ich weiß nicht, zum Beispiel auch wieder, die Verteidiger haben das Objekt in, im Hauptschlafzimmer. Es gibt viele Roamer, ich weiß nicht, stehen vielleicht unter Zeitdruck, die Angreifer sind schon im Objekt drin, erobern gerade, nehmen den Raum gerade ein und ja, die Roamer müssen natürlich zurückkommen. Einer, der gerade vielleicht hier die Treppe schnell hoch muss und schnell in den Raum muss, könnte ich mir vorstellen, kann sehr gut auf so einen Trick hier reinfallen. Werdet ihr jetzt mal sehen. Dafür machen wir hier ein Loch. Können wir aufschießen, können wir aufklopfen, können wir aufsprengen, was weiß ich. Aber je kleiner, desto besser. Ich mache es mal gerade ein bisschen größer. So, mal sehen, ob das schon reicht. Und setzen dahinter die Claymore, sodass der Laser gerade noch durch die Wand, durch das Loch kommt. Ich hoffe, das reicht. Wahrscheinlich gerade nicht. Nein, der Laser kommt gerade noch nicht durch. So, jetzt wäre zum Beispiel der Laser sichtbar. Das reicht auf jeden Fall, also wenn man, also ich sag mal, wenn jetzt hier einer hochrennt, stellen wir das mal gerade von hier unten vor. Verteidiger, der Raum wird erobert, ich will hochrennen. Laser ist nicht gut sichtbar. Eine Claymore hat ja normalerweise diese drei roten Laser. Ein Laser reicht ja schon, wenn man da durchrennt, bumm, ne, tot. Ja, wenn man hier an der Seite, rennt normalerweise keiner durch. Da könnte man es wirklich noch überleben. Aber hier in der Mitte wäre man definitiv tot. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich da in der Hitze des Gefechts so drauf achtet. Aber man könnte es auch nochmal versuchen, den Laser nochmal ein wenig weiter wegzusetzen, beziehungsweise die Claymore. Wie das jetzt aussieht. Das geht da gerade gar nicht durch. Mal gerade schauen. Das ist dann natürlich noch schwächer. Gut. Hier jetzt natürlich der Nachteil, man rennt hoch. Könnte hier am Rand noch erwischt werden. Ist natürlich noch schlechter einsehbar. Vor allem die Wand ist natürlich auch noch rot. Das muss man bedenken. Und immer wenn man nach einer Claymore Ausschau hält, ne, normalerweise drei Laser. Also hier wird man es definitiv überleben. Mitte wird man eigentlich ein Stück vom Laser noch erwischen und ja, wäre dann hinüber, sage ich mal. Genau, hier ist natürlich der optimalste Platz für, sonst im Haus. Eignet es sich jetzt hier zum Beispiel weniger, weil man das doch wirklich sehr gut sehen kann, auch wenn die Wand hier ebenfalls rot ist. Aber hier kann man es direkt einsehen. Hier muss man halt 180 Grad Treppe rum und kann es gut übersehen. Aber ansonsten finde ich das gar nicht so schlecht. Ich meine, damit kann man auch bestimmt hier und da mal ein paar Kills bekommen. Und auf anderen Maps definitiv anwendbar. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr Fragen zum Glitch? Habt ihr andere Glitches für mich? Oder, keine Ahnung, Feedback zum Video, Feedback zu den Glitches wären immer sehr nett und hilfreich. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und ja, bis zum nächsten Video.